Heute gibt es Königsberger Klopse bei uns. Ich habe hier ein altes Buch von Johannes Mario Simmel. Ein ganz altes Buch. Es muss nicht immer Kaviar sein. Es ist schon ein bisschen zerflettert. Aber die tolldreisten Abenteuer und auserlesenen Kochrezepte des Geheimagenten Thomas Lieven. Und da finde ich das Rezept Königsberger Klopse. Und danach mache ich das immer. Ist eine leckere Sache. Also das wird wirklich toll. Mache ich seit Jahren. Wenn ich, dann danach. Hier habe ich eine Zwiebel geschnitten. Die wird jetzt glasig angebraten, aber nur glasig. Und ich habe hier gehacktes. Das muss man, die Menge muss man nach der Familien, nach Anzahl der Familienmitglieder machen. Wir sind nur zwei Personen. Ich habe ein leckeres Rinderhack hier. Das ist aufgetaut, ist noch nicht ganz aufgetaut. Und das richte ich nachher zu. Ich zeige euch das. Zwiebeln sind nur glasig angebraten. Also ganz wenig, damit das Rohe weg ist. Jetzt lasse ich etwas Butter im Topf. Für die helle Mehlschnitzel, für die Königsberger Klopse. Das ist hier etwas Butter. Da tue ich hier zu 1,5 Löffel Mehl rein. Für die Mehlschwitze. Und lasse das locker anziehen. Ich habe einen Bouillonwürfel. Ich habe hier herrliche Brühe. Das wollte ich nicht. Vom Sellerie. Damit löse ich den Bouillonwürfel auf. Den brauche ich hier als Aromatisierung für meine Königsberger Klopse. Lasse das jetzt hier etwas anziehen. Das ist die helle Mehlschwitze für die Königsberger Klopse. So, die Mehlschwitze zieht jetzt hier an. So macht man eine helle Mehlschwitze, egal. Für welche Gemüsesorten oder welche Gerichte. Und die kann man dann mit einer Bouillon ablöchen hier. Ich habe das Wasser vom Sellerie genommen, weil das schon herrlich Geschmack hat. Durchkochen lassen. So, eine halbe Tasse Weißwein, trockener, grüner Veltliner. Das wird dann noch gewürzt, mit Pfeffer wird abgeschmeckt. Hier sind die Zwiebeln gasig gebraten, das reicht völlig aus für das Fleisch. Die kommen jetzt hier. Die Zwiebeln kommen zu dem Fleisch. Da kommt noch ein Ei zu. Und Paniermehl. Mehr nicht. Hier kommt noch Salz. Pfeffer aus der Mühle zu. Da sind ja schon die Zwiebeln, Ei und Paniermehl drin. Ruhig ein bisschen würzen hier, das macht sich gut bei Königsberger Klopsen. Und weil das noch ein bisschen gefroren war, muss ich das hier noch ein bisschen durcheinander mischen, bevor ich die Klopse machen kann. Mutter hat immer einen Kaffee dabei, muss sein. Kann ich weiter kochen. Hier mache ich jetzt die Königsberger Klopse. Ich habe meine Hände vorher gewaschen. Die werden jetzt hier gemischt. Mit der Hand geht das am besten. Wir sind ja Hausfrauen, haben saubere Hände. Das wissen wir. Essen muss immer appetitlich und ästhetisch zubereitet werden. Habe das jetzt durchgemengt. Habe das auch kurz probiert, ob es gut abgeschmeckt ist. Es ist super. Ich muss noch mal so ein bisschen hier. Ja. Prima. Und jetzt mache ich mit nassen Händen kleine Fleischbällchen, die dann hier drin gar ziehen. Nur ein bisschen nass machen. Königsberger Klopse.
nun hat man ja Kinder und man hat Erwachsene am Tisch. Vielleicht möchte jemand einen großen haben und noch einen kleinen Nachschlag. Da habe ich verschiedene. Und so kriegen alle das, was sie gerne haben möchten. Die müssen jetzt hier drin gar ziehen. Nur ganz leicht ziehen. Sie köcheln langsam vor sich hin. Ganz langsam. Habe hier die Kartoffeln aufgesetzt mit Salz. Ach, da ist Salz drauf gekommen. Hier ist die Soße und die Königsberger Klopse. Die sind gar gezogen, die habe ich rausgenommen. Jetzt richte ich die Soße an. Da kommt etwas Zitronensaft. Etwas nur. Ein Becher saure Sahne oder Creme fraiche. Da kommt noch weißer Pfeffer zu. Der ist immer ganz wichtig. Und dann habe ich hier Kapern. Kapern kommen nach Geschmack rein. Jeder mag Kapern nicht, aber das ist schon ein ganz tolles Gewürz, Kapern. Ich werde noch mal probieren eben. Ja, sehr lecker. Fehlt aber noch was Salz. Noch Pfeffer, noch etwas Weißwein. Wein, Weißwein. Ich koche immer mit Weißwein oder mit Rotwein. Muss aber trockener sein. Und wenn die Kapern drin sind, dann nicht mehr mit dem Schneebesen rühren. Frischen Löffel genommen. Jetzt schmecke ich das noch mal ab. Sehr lecker. Jetzt kommen die Königsberger Klopse wieder rein. Und die lässt man dann so ein bisschen noch drin ziehen, bis die Kartoffeln gut sind. Kartoffeln kurz abdämpfen, dann sehen die schön ein bisschen mehlig aus, appetitlich, nicht so glatt und wässrig. Es ist angerichtet. Königsberger Klopse, Salzkartoffeln, kleiner Salat dabei, Gläschen Wein. Guten Appetit!